Wir befinden uns heute am Christkindlmarkt am Sendlinger Tor. Hier startet unser großer Glühwein-Test in München. Wir werden 5 Christkindlmärkte unter die Lupe nehmen. Die Kategorien sind Preis, Geschmack und Alkoholgehalt. Ja, und ich würde sagen, dann legen wir mal los. Getestet haben wir den Glühwein am Sendlinger Tor, am Marienplatz, in der Residenz am Odeonsplatz, an der Münchner Freiheit und am Mittelaltermarkt. Und am Ende haben wir den für uns besten Glühwein gekürt. Glühwein Nummer 1 ist jetzt der Glühwein vom Sendlinger Tor. Preis 3,50 Euro. Damit bewegt er sich auf jeden Fall in der Norm. Alkoholgehalt 9%. Und jetzt schauen wir mal, ob der auch schmeckt. Sehr süß. Den Alkohol schmeckt man auf jeden Fall raus. Fruchtig. Ich glaube, als erstes Versuchsobjekt auf jeden Fall gelungen. Und jetzt machen wir uns mal auf zum nächsten Glühwein. Wir befinden uns jetzt am Christkindlmarkt am Marienplatz. Hier gibt es den ältesten Glühwein Münchens. Glühwein nach Großmutterart wird er auch genannt. Der Preis ist ebenfalls 3,50 Euro. Alkoholgehalt ist etwas stärker, so um die 11-12%. Und jetzt schauen wir mal, ob der wirklich so schmeckt wie bei Großmutter. Schmeckt mir persönlich sehr gut. Nicht so süß wie der letzte Glühwein, immer noch fruchtig, so wie ein Glühwein eben sein sollte. Go get the old chimney sweeper, make sure the chimney is clear. Jetzt haben wir es zu Glühweinstand Nummer 3 geschafft, der Glühweinstand in der Residenz. Und der Glühwein hier ist geringfügig teurer, kostet 4 Euro, ist ein Bio-Glühwein und hat zwischen 8% und 9%, ist also nicht mehr ganz so stark wie der davor. Mal testen. Er ist wieder deutlich süßer als der letzte Glühwein, nicht ganz so süß wie der erste und er ist auch deutlich schwächer vom Alkoholgehalt. Bisher nicht mein Favorit. Mein Favorit immer noch der am Marienplatz, aber wir können ja schauen, was noch kommt. So, jetzt sind wir Glühweinstand Nummer 4. Muss mich jetzt auch erstmal hinsetzen. Der Test, der ist dann doch nicht ganz so einfach, wie ich gedacht habe. Wir sind jetzt an der Münchner Freiheit. Glühwein Nummer 4 heute steht hier neben mir in der Hand. Ich habe auch schon probiert, aber ich probiere gerne nochmal. Schmeckt wirklich nicht mehr so toll. Also kostet zwar nur 3 Euro, Alkoholgehalt ist ungefähr bei 10%, aber der Glühwein hier, ich muss sagen, bisher der schlechteste, überhaupt nicht fruchtig, überhaupt nicht so wie Glühwein schmecken sollte und irgendwie sehr, sehr süß, als ob da ein Kilo Zucker drin ist. Also kann ich nicht empfehlen. Einen Glühweinstand haben wir noch. Da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Und dann ist aber auch mal wieder gut mit Glühwein. So, das ist jetzt definitiv der letzte Glühwein, den ich heute probieren werde. Glühwein Nummer 5 hier am Mittelaltermarkt. Der wird in so wunderschönen Tonkrügen serviert. Wir hoffen natürlich auch, dass er schmeckt. Kosten tut er auch 3,50 Euro. Hat so um die 11% Alkohol. Ich fühle mich mittlerweile so wie 40% Alkohol. Aber mal schauen, ob der letzte Glühwein auch schmeckt. Oh ja, der schmeckt definitiv. Ich probiere gleich nochmal. Oh ja, der schmeckt sehr gut. Also ich gehe noch mal in mich, aber ich glaube, ich habe schon meinen Favoriten gefunden. So, wir kommen jetzt zu unserem Endergebnis. Ich habe ja doch heute schon einige Glühweine getrunken, insgesamt 5. Und mein Favorit, der befindet sich hier
am Mittelaltermarkt in München, direkt am Odeonsplatz. Fruchtig, geschmacksintensiv. Und man muss sagen, so wie ein Glühwein eben schmecken sollte, ein echter Glühwein, der an der Münchner Freiheit, muss ich sagen, hat mir am wenigsten geschmeckt. Dort könnte man eventuell den Himbeerpunsch empfehlen, der wirklich sehr gut ist. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, ein gelungener Test. Also wenn Sie richtig guten Glühwein trinken wollen, hier am Mittelaltermarkt ist auf jeden Fall der Ort dafür. Und ich gehe jetzt erstmal nach Hause.